Und was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Das würde mich auch mal interessieren. Also ich bin der Renitschki und ich erzähle euch gerne Flachwitze. Kann ich noch aussteigen? Nein. Na dann mach mal. Was ist das Gegenteil von Fantasie? Na sag schon. Cola du. Hast du wieder heimlich am Auspuff geschnüffelt? Und was ist ein Stausee? Ein verdammter Fluss. Checkt. Sag mal, gehst du eigentlich gerne zum Fasching? Oh ja. Und als was? Am liebsten als Pirat. Und wahrscheinlich mit zwei Augenklappen, oder? Was ist braun und steht am Straßenrand? Ein Erdnüttchen. Und was sagt die Frau von einem Feuerwehrmann, wenn sie abends ins Schlafzimmer kommt? Ist das etwa mein Schlauch? Genießen Sie Ihren Urlaub vom ersten Tag an. In vollen Zügen. Fahren Sie mit der Bahn. Wie nennt man einen Dieb in China? Jetzt geht's los. Langfing. Und die Polizei dort? Langfing, Fang. Und den Polizeihund? Langfing, Fang, Wow. Ja, toll. Entschuldigung bitte, aber ich bin noch nicht fertig. Och, Mann. Und wie nennt man diesen chinesischen Polizeihund, wenn er gerade jemanden ertappt hat? Langfing, Fang, Wow. Ha! Ich Langfing, Fang, Wow, hau dir gleich eine. Und wie nennt man einen chinesischen Polizeihund, der gerade jemanden ertappt hat und allergisch ist? Langfing, Fang, Wow. Ha! Chi. Oh Mann. Was ist weiblich und springt von Liane zu Liane? Jane. Mit ganz vielen Tarzans. Kopfkino? Gern geschehen. Eine alte Kneipenweisheit. Der Krug geht so lange bis zum Mund, bis man bricht. Und warum darf man mit einem Motorrad in eine deutsche Bierkneipe fahren? Weil dort schon seit 1516 das Reinheitsgebot gilt. Heizen. Ding, 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 ding. Reinheits. Ich denke, wir haben es verstanden. Und was ist der Unterschied zwischen einer guten und einer sehr guten Sekretärin? Die gute Sekretärin sagt: Guten Morgen, Chef, und herzlich willkommen auf Arbeit. Und die sehr gute Sekretärin sagt: Hey, Chef, es ist bereits morgen. Sie müssen jetzt auf Arbeit. Okay, dann habe ich aber eine sehr, 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 sehr gute Sekretärin. Und was meinst du damit? Naja, sie sagt mir nicht nur guten Morgen und erinnert mich daran, dass ich auf Arbeit muss. Sie weckt auch die anderen beiden. Hat. Das schneiden wir jetzt raus. Darf ich noch einen letzten machen, bitte? Na, wenn's denn sein muss. Was ist der Unterschied zwischen einem Musiker und einem Musikkritiker? Der gleiche wie zwischen einem Liebhaber und einem Gynäkologen. Dankeschön.